Hallo und herzlich willkommen bei Wann Gamington. Heute mit einem Solo-Let's Play von mir. Ich bin Sirko und leite euch heute durch das Spiel Kung Fu Strike. Ja, es handelt sich dabei um einen Brawler oder so ähnlich. Ihr seht, hier steht was von Mehrspieler. Warum aber ich meine Gruppe ist nicht dabei? Es ist lokaler Mehrspieler, das heißt, ja. Eine Mehrspieler-Session zu arrangieren ist also auch etwas umfangreicher. Deswegen wollen wir uns jetzt dem Solo-Spiel widmen. Und es geht los mit einer Sequenz. Noch ein Eindringling. Raus aus dem Tempel. Oh, das geht schnell. Meister Mo, will ich nicht sehen. Ja, der Text geht sehr schnell. Ich werde mal versuchen, stopp, an mir kommst du und dir nicht. Ach Mann, ey. Ich kann heute nicht reden. Ich werde meine Faust sprechen lassen. Ja, das Spiel scheint sehr direkt zu sein. Tempeltor. Mal sehen, wie sich das. Ah, Tutorial. Aha, das ist für die Tastatur. Ja, man kann das auch mit Tastatur spielen. JK und L. Mhm. Allerdings werde ich hier auf das Control-Pad zurückgreifen, weil das einfach eine angenehmere Sache ist. Ablenken, ausweichen, mehr ablenken, Sprungangriff, Angriff. Aha, bewegen. Okay. Ja, die Steuerung und das. Die Steuerung ist genauso subtil wie diese Filmsequenz eben. Ja, das ist der. Zack. Aha, okay. Ja, die Steuerung ist ähnlich subtil, sieht aber extrem geil aus. Im Moment habe ich nichts anderes als auf X rumzudrücken. Ich kann ja zwischendrin mal den Sprungangriff. Aha. Okay, ja. Das ist schon gut. Hinterher. Keine Schiebebewegung. Wow. Niemand. Und da kommt unser erster Boss. Ey. Ich will das aufheben. Ey, ey. Ah. Ah, Abwehr durchbrechen. Wunderschön. Ja, verprügel dich, dicker, großer Mann. Schiebewegung. Wow. Ah, der Ruf seiner Ninja-Kumpel ist. Ich ordentlich. Ja, ausweichen, das habe ich schon mitbekommen, mein Lieber. Abwehren auch. Und noch einer. Während ich deine Kumpels verprügel, liegst du da mal rum. Wow. Hey, warum kann ich das nicht sammeln? Diese komischen weißen Dinger. Ratata. Und da geht er kaputt. Ja, ich kann ihn weiterhauen. Mache ich natürlich gerne. Ah, verdammt. Neue Luftrutsche. So, sammeln wir mal ein, was hier noch rumliegt. Jetzt kommen diese Dinger auch wieder zu mir, was auch immer das sein soll. Und, okay. Kritische Treffer, Max-Kombo. Eine Kombo von 73 Treffern, das ist doch was. 1A, wunderschön. Ich schaffe den Level zum ersten Mal verfolgen. Aha, vollständig. Ah, okay. Gibt es 400 Bonus-Dinger. Was ist das? Was ist das da oben? Unsere Kaufwährung, wie es aussieht. Aber ich glaube, wir können uns davon noch nichts kaufen. Nein. Ausrüstung, Kraut des Lebens. Dieser Gegenstand kann nur einmal pro Kauf verwendet werden. Erwecke Lo, so scheint unser Held zu heißen. Von den Toten mit 200 Punkten Gesundheit. Dieser Gegenstand wird automatisch verwendet. So ein kleines. Ja, jetzt fällt mir kein schöner Begriff dafür ein. Es belebt uns auf jeden Fall wieder. Und unser nächster Kampf scheint diesem Bild danach uns in die Schlacht gegen einen etwas maskulinen Krillin zu führen. Sehr passend. Wie wagst du es, den Frieden unseres heiligen Tempels zu stören? Geh erst oder bis ich den Meister sehe, wird es keinen Frieden geben. Ja, so direkt ist unser Kumpel hier. Und so direkt werden wir dem anderen Kumpel jetzt natürlich die Fresse polieren. Durchbruch. So, um den Knackangriff zu machen. Was ist der Knack? Aha. Aha. Okay, damit kann ich also auch eine Abwehr durchbrechen. Ich kann ihn auch lustig damit durch die Gegend ziehen. Das sieht natürlich sehr interessant aus. Wow, wow. Ha!
Haha! Was auch immer du gerade machen wolltest. Ich habe dich da rausgetreten. Und jetzt laufe ich mit dir lustig über das... Nein. Oh. So, wie ich das gemacht habe. Ich bin so gut. Oh. Tutorial. Um abzulenken. Ja, so? So. Genauso. Und nochmal. Na los, komm schon. Das sind jetzt aber schon sehr offensichtliche Angriffe. Witness. Ah, ich habe... Diese Abwehrbewegung ist sehr männlich. So. Komm mal. Oh! Was? Was zum? Ja! Ich werde dich abwehren und jetzt werde ich dich treten. So. Ratatatau. Dritter. Au, au. Dann uns wird Kinnhaken. Und wir können wieder das machen. Und er wehrt es ab. Es ist sauer, das abgewehrt. Aber ich kann auch abwehren. Ja, schöner Schlagwechsel gerade. Echt schick. Und gleich geht er aber kaputt, der dumme Typ. So. Was hat er denn da fallen lassen? Ah, das hat uns geheilt. Und da kommen wieder seine komischen Ninja-Kumpels in Blau. Aber es sind nur halbe Ninjas, sonst wären sie unsichtbar. Ja, zwei Kumpels zusammentreten. Typen in Blau mit... Ist das Haar auch so leicht angebläut? Ach, was auch immer. Da hinten liegt noch was. Sammeln wir es ein. Ich renne kurz schneller, wenn ich ausweiche. Sehr gut zu wissen. C. Anscheinend bin ich scheiße. Schaffe den Level zum ersten Mal vollständig. Okay. Jetzt können wir uns doch bestimmt was kaufen. Das ist was Neues. Nein, etwas Neues haben wir noch nicht. Aber die Luftrutsche. Was macht die Luftrutsche? Fliege kurz durch die Luft. Springen. Was ist deine... Also eine Ausweichbewegung in der Luft, die nehmen wir natürlich sofort mit. Ausrüstung gibt es noch keine neue. Was ist das hier eigentlich? Blitzfaust. Trifft das Ziel mit schnellen Schlägen. Mhm. Ist das nicht so mein Kampfstil? Kann ich den noch ändern? Ah, du scheinst gewisse Fähigkeiten zu haben. Sehr gute Übersetzung. Aber es ist unwahrscheinlich, dass du den tödlichen Raum überleben wirst, der hinter uns liegt. Ja, Nickermann, was denn? Man nennt ihn jetzt den Raum der Leere. Ja, Sinnraum der Leere. Bedeutet das überhaupt was? Naja, dann mal los. Okay. Wow! Wow, wow, wow. Kommt her. Nein, nein. Komm her, Digga. Au. Mich mit Stöcken zu hauen ist jetzt schon... Leute, ihr seid echt... Au. Ah! Und da haben wir dem ersten das Genick gebrochen, so wie sich das angehört hat. Könnte natürlich auch die Wand gewesen sein, gegen die wir den getreten haben. Ist jetzt auch relativ bewusst. Und da geht er kaputt. So. Wieder ein paar Minions verprügeln. Sehr schön der Reihe nach in die Wand getreten. So, ich werde jetzt auch versuchen... Wir dürften jetzt bei etwa 8 Minuten sein. Diese Parts hier, da ich als einzelne Person etwas mobiler bin, diese Parts hier jeweils vernünftig an- und abzumoderieren. Im Multiplayer muss man dann immer erstmal mit allen abchecken und keine Ahnung, das ist etwas... Au! Etwas nerviger. Deshalb... Das hat mich geheilt. Deshalb... Mache ich das hier aber nicht. Und oh, jetzt kommen 4 Typen mit Stöcken, seid ihr. Und werde hier schön an- und abmoderieren. Und dabei versuchen, nicht mitten in einem Level zu unterbrechen. Ist bei Trine halt immer so eine Sache mit den 15 Minuten. Da die Level etwas größer sind. Aber dafür sind ja schön verteilte Checkpoints da. So, wieder so eine Schriftrolle. Neue Luftablenkung. Na, ist das jetzt das gleiche wie das? Ja, so funktioniert es übrigens. Springen und abwehren. Springen, abwehren. Also ausweichen meine ich. Ja, das war schon besser.
Haben wir den Level zum ersten Mal vollständig. Okay. So. Da steht ein Neu dran. Das ist gut. Das wird wohl die Luftablenkung sein. Ja, eine schöne Abwehr in der Luft. Diese Filmsequenzchen da an der Seite, die zeigen, was das ist, finde ich auch immer sehr nett. Nehmen wir mit. So. Ausrüstung. Nein, da stand kein Neu dran, also. Starten wir mal. Ausgezeichnete Leistung. Ich muss General Lo sein. Ja, ich bin General Lo. So, da diese Textschnipsel mir echt teilweise zu schnell gehen und ich mir auch ein bisschen blöd dabei vorkomme, das alles vorzulesen. Schöner Blick. Das alles vorzulesen, ihr könnt auch einfach Pause drücken und mein Gelaber hier an diesen Stellen ignorieren, wenn euch das interessiert, aber es ist eher wie ein zweitklassischer asiatischer Film über Kampfkünste, über Martial Arts, in dem der Plot in etwa so viel beinhaltet, ihr habt etwas, was wir wollen und dafür hauen wir euch in die Fresse. Fäuste fliegen, irgendjemand fällt um und dann gibt's einen Gewinner. Das ist alles. Nicht, dass das schlecht wäre, aber... Ah, was macht der Typ da? Ja, hier, komm. Au. Verdammt. Verdammt, nein. Ja, ich werde deine Abwehr durchbrechen und jetzt mache ich den hier. Ja, oder auch nicht. Was auch immer das jetzt sollte. Gedrückt halten. Wow. Wow. Ah! Der Bildschirm wurde schwarz. Oh. Alter. Das ist nicht nett. Niedriger Angriff kann nicht geblockt werden. Ich glaub's ja wohl. Na, das ist übrigens auch mal eine Stage, die in 3D ist. 3D in 2D ist. Das, ich kann ja nicht von so. Ja, mit deinem komischen Schwertgefuchtel kriegst du mich nicht. Komm schon. Oh, oh nein, oh nein. Jetzt macht er uns kaputt. Nein, wir machen ihn kaputt! Ja, zwischen die Beine im Sprung. Wunderschön. So, was haben wir denn hier? Tai Chi-Feger freigeschaltet. C. Naja. Schaffen die Level zum ersten Mal vollständig. Die 600. Und wir haben einen neuen Rutsch-Level freigeschaltet, die sich auf einer lustigen Schriftrolle befinden. Und ich springe versehentlich ins Menü. So, werfen wir noch einen Blick auf das, was wir gerade freigeschaltet haben, den Tai Chi-Feger. Das ist eine neue Chi-Bewegung. Lenke alle nahen Feinde ab und tritt's weg. Okay. Leider haben wir nicht die Mittel, uns das zu leisten. Ausrüstung gibt es immer noch keine neue, allerdings werde ich uns mal dieses Kraut... Ja, ich möchte das eigentlich schon ausrüsten. Das Kraut kaufen... Und damit verabschieden wir uns vom ersten Part. Und wir hören uns beim nächsten Mal mit Kung Fu Strike.